Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren kleinen Fight-Video, in dem ich einfach mal ganz entspannt mit 12 Drachen hier oben in Kristall 2 und der Kombination mit 12 Drachen und, ich bin noch nicht fertig, 5 Freespells auf Stufe 1, die mal so gar nichts bringen, wenn wir uns das mal anschauen, was die bringen. Also von der Zeit zumindest. Die haben eine Aktivzeit von 4 Sekunden, das ist wirklich nichts. Aber ich habe mir gedacht, das machen wir jetzt trotzdem einfach mal und schauen mal, ob wir uns irgendwo rächen können bei einem der Leute, die mir so viele Ressourcen klauen, dadurch, dass ich immer so häufig inaktiv bin. Also was ist nicht inaktiv, aber dadurch, dass ich halt volle Minen und Sammler habe. Und dann würde ich sagen, greifen wir ihn doch einfach mal direkt an. Der hat leere Infernos, das heißt, wir könnten sogar Glück haben und er hat leere, ja gut, Luftabwehr kann nicht leer sein, aber leere X-Bows. Wir probieren das jetzt einfach mal aus mit den Drachen. Ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich das mache, aber ich glaube, ganz klassisch. Oh, das sind ja auch gar keine Max Drakes. Fällt mir gerade auf. Freespell hier drauf. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die müssen nur weit genug rein. Alter, dieser Damage ist so krass. Aber das sieht ganz gut aus. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Schön wäre, wenn jetzt dieser eine Expo wenigstens leer gehen würde. Der eine Expo ist schon leer. Der letzte müsste jetzt auch noch kommen. Dann freeze ich ihn halt. Ich dachte, der geht jetzt noch leer. Rage Spells wären jetzt an der Stelle natürlich auch gar nicht so schlecht. Meine Queen, Barbarenkönig noch gesetzt. Freespell nochmal hier oben drauf. Und ich denke, hier setzen wir noch einen Freespell. Nein, ich hätte den Freespell auf die Luftabwehr setzen sollen. Schade, Made. Schade, Made. Also ihr seht es, mit Max Expos komme ich nicht mal mit Max Inferno, mit Max Drachen so weit rein. Hab ein Goldlager zerstört, immerhin. Ich hatte so sehr gehofft, dass die Expos jetzt noch leer gehen. Komm, geht leer, geht leer, geht leer, geht leer. Schade. Da muss mein Bahnkönig jetzt eben ein bisschen tanken. Ich hoffe. Okay, der Inferno-Tower geht noch down. Komm, X-Bus geht leer. Wenn die X-Bus leer gehen, das wäre so geil. Die gehen natürlich nicht leer. Schade. Weil wenn die jetzt leer gehen würden, dann. Oh, GG. Hätte ich nämlich jetzt noch die Chance gehabt, das zweite Goldlager zu bekommen. What? Seht ihr, wie schnell meine Queen down ist? Ja, er hätte Monster-Loot am Start gehabt. Ich bin mit Level 3er Drachen leider nicht tief genug reingekommen. Hab die Freespells auch so ein bisschen versaut, um ehrlich zu sein. Richtig schlechter Fight. Richtig schlechter Fight. Nun ja. Wie ihr wisst, bin ich ja momentan nicht da. Deswegen ist das mehr sind das so solche kleinen Zwischenfüllvideos, damit ihr wenigstens ein bisschen Clash of Clans bekommt, neben den Reise-Vlogs. Ja, I'm sorry, but ich hatte halt einfach nicht so die großartige lange Zeit, mich drum zu kümmern, euch unglaublich viele Videos vorzuproduzieren. Deswegen habe ich gedacht, komm, probierst du mal eine neue Armee-Kombination aus. Hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert, aber wie immer könnt ihr jetzt trotzdem, wenn ihr jetzt noch Lust habt, eins von meinen anderen schlecht guten Videos anzuschauen, würde ich sagen, klickt einfach eins der beiden hier an. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.